Nach Larnaka auf Zypern flogen wir über Athen. Und auch wenn auf dem Flughafen keine ganz typische Griechenland-Atmosphäre herrschte, hatten die Kinder ihre helle Freude daran. In ähnlich ungewohnter Eintracht zwischen Valeria und Alina ging es tags darauf weiter, als man sich auf den Strand vorbereitete. Zugegeben, die Lage unseres Luxus-Apartments direkt am Strand war etwas spießig. Aber versprochen, dieser Film wird dann auch noch unspießiger. Irina hatte übrigens die abstruse Vorstellung, einen reinen Erholungsurlaub verbringen zu können. Naja, zunächst war das ja auch durchaus so. Was liest sie da eigentlich? Ah, den Kleinen, das neue Kultbuch. Naja, besonders weit ist sie offenbar noch nicht gekommen. Es muss nicht immer ein Sandstrand sein. Die Steine gefallen uns ausgezeichnet und regen uns zum Spielen an. Es gibt Orte zum Schwimmen, die man sein Leben lang nie mehr vergisst. Das Gebiet der Meereshöhlen östlich von Hagia Napa gehört eindeutig in diese Kategorie. Wagemutige springen übrigens die etwa 12 Meter hohe Klippe hinunter. Das Wasser ist tief genug. Und auch noch etwas weiter südöstlich finden sich prachtvolle Klippen und wagemutige Springer. Aber auch jede Menge bewundernder Zuschauer und Angsthasen. Ein Gecko genießt, wie wir, die warme Oktobersonne. An der Südküste haben sich unweit des Meeres Salzseen gebildet. Die Wartvögel im Salzsee bei Oroklini freuen sich am letzten Abendlicht. Später dann stürzen wir uns ins Nachtleben von Larnaka. Natürlich müssen auch Valeria und Alina wieder ihre traute Eintracht demonstrieren. Naja, kleine Meinungsverschiedenheiten gibt's halt immer. Anderntags ist dieser ungewohnt liebevolle Umgang miteinander sogar im feuchten Element zu beobachten. Hier vertragen sich sogar alle drei Kinder ganz gut. Sie werfen sich noch nicht mal gegenseitig ins Wasser. Und dann wird es langsam auch wieder Zeit, das Luxus-Apartment am Strand zu verlassen. Wir steuern den türkischen Teil Zyperns an. Auf dem Programm steht unter anderem das Andreas-Kloster an der markanten Landzunge, die weit nach Nordosten in Richtung Nordisrael zeigt. Hier sind die wilden Esel zu Hause. Naja, so ganz wild sind sie vielleicht nicht mehr, vor allem seit sie gelernt haben, dass diese riesigen Blechungeheuer Lebewesen ausspucken, die ihnen immer wieder das Köstlichste zu fressen geben. Und endlich gibt es auch einen Strand mit viel, viel Sand. Das ist Ferienstimmung pur. Mann, sie atmet immer. Sie tut immer so atmen. Über Nikosia erreichen wir wieder den zypriotischen Teil Zyperns und steuern das Troodos-Gebirge an. Den höchsten Punkt Zyperns, den Olympos, umwandern wir auf einem gemütlichen, 12 Kilometer langen und topfebenen Spazierweg. Der Reichtum an Bäumen, insbesondere Kiefern, zypriotischen Wacholderbäumen und Zedern und der Duft begeistern uns. Und, wie man hier sieht, nicht nur uns. Nach der Wanderung geht's dann erst so richtig rund. In Potamiu, an den
Südhängen des Taurusgebirges befand sich unser traumhaft schönes Luxusferienapartment, was man mit einer Weinlaube alles anfangen kann. Wie man sieht, fährt man auf Zypern links. Macht genauso viel Spaß wie rechts. Willst du mich dirigieren, Erika? Ja, ich schau. Ah, Papa. Ja, bitte. Bei dieser Kirche sind wir ja schon mal gewesen. Den am wenigsten besiedelten Teil Zyperns bildet die Akamas-Halbinsel, auf der es kaum geteerte Straßen gibt. Auch ohne Sonnenschein ein Badeparadies, das voller kleiner Geheimnisse steckt. In Hagios Nikolaos, direkt vor der Halbinsel, präsentierte Valeria ihre Seeungeheuermusik. Irina übte eifrig Schwimmen. Wenn sie so weitermacht, wagt sie sich in 10 Jahren auch in tiefere Gewässer. Das absolute Highlight des Urlaubs gab es am letzten Tag. Wanderung durch die einzige richtige Schlucht Zyperns, die Afgas-Schlucht. Am Anfang hielt sich die Wandermotivation noch in deutlichen Grenzen. Doch je weiter wir nach oben wanderten, desto besser wurde die Stimmung. Christina, Xenia, bist du bergbegabt? Ja! Und ganz weit oben wartete eine natürliche Baumschaukel auf uns. Für Alina endlich mal wieder eine sportliche Aktivität, die durch ihren Gips nicht beeinträchtigt wurde. Ab und zu wollte Christina Xenia auch getragen werden. Und wenn es dann mal eine Pause gab, dann genoss sie diese auch. Dummerweise hatten wir viel zu wenig Wasser dabei und diese für uns undefinierbaren Zitrusfrüchte waren uns leider etwas zu bitter.
Doch nichtsdestotrotz verließen wir nach etwa 4 Stunden die Schlucht und erreichten bei großer Hitze eine Hochebene. Und die Früchte dieses Baumes schmeckten schon ein wenig angenehmer, sodass sie wenigstens 5% unseres Durstes vertreiben konnten. Erst am unteren Eingang der Schlucht schließlich konnte das feuchte Element uns wieder neu beleben. Den letzten Abend verbrachten wir in Limassol, wo aller mögliche Ramsch feilgeboten wird. Die Kinder bewiesen mal wieder eine gute Spürnase für unbrauchbare Gegenstände. Am Flughafen wurde es dann langsam Zeit, Postkarten zu schreiben. Alina musste ihre diktieren. Lieber arm dran als arm ab. Auf dem Rückflug war der Zwischenstopp in Athen lang genug, um dort das touristische Pflichtprogramm zu absolvieren, wobei sich Irina als perfekte Kinderreiseführerin erwies. Und schließlich hieß es dann definitiv Abschied nehmen von den Ferien und eintauchen in den kühlen Herbst in der Schweiz.